Das ist Zeitverschwendung. Denke nicht, dass sie was preisgibt. Habe etwas Geduld. Hey, wir haben ein Problem. Haru ziert sich wohl noch. Wie überraschend. Sie hatte etwas in ihrem Unterarm eingepflanzt. Ein Objekt. Felix denkt, es ist eine Art Peilsender. Die wissen, wo wir sind? Wir sollten davon ausgehen. Dann nichts wie raus hier. Bringen wir sie woanders hin. Nein, wir haben dafür keine Zeit mehr. Wir halten hier die Stellung. Wenn das Pantheon sie unbedingt will, ist das ihr Schlachtfeld. Wir müssen sie vorher zum Reden bringen. Unser Terminplan ist ihr egal. Überlass das mir. Ich habe was, was sie zum Reden bringt. Brauche nur etwas Zeit zur Vorbereitung. Das geht klar für dich, Marshall. Richtig? Leg los. Der Rest von uns verbarrikadiert das Haus. So, Woods. Arsch hoch und Brett an die Wand nageln. Wenn du noch was erledigen musst, wäre jetzt die Zeit dafür. Sobald wir anfangen mit Harrow, hängen wir hier länger fest. Okay. Schauen wir mal. 2800, let's go. Verwinderung von Zielvorrichtungen. Da können wir ein bisschen was reinpacken. Dann will ich noch hier die gepanzerten Feinde, denen ein wenig mehr Damage zufügen. Nachdem ich den ja schon so lange benutze, kann ich den auch weiter benutzen. Das ist gut. Wenige Panzerplatten benötigen. Volle Aufladung. Das Anlegen von Panzerplatten mit einer Hand. Das Töten von Elitekämpfern. Oder Anlegen von Panzerplatten löst die Gesundheitsregeneration aus. Schön, schön, schön. Was? Exklusiv für Mehrspieler und Warzone. Okay, das ist dann für die Wiederholer, ne? Okay, krass. Ja, gut. Komm, dann ballern wir da noch was rein. Und hier, dann fetzen mir die nicht mehr die Hand weg. Gut. Ich gehe jetzt mal hier an die Tafel. Wir gehen in die Trennungsangst. Als Belohnung haben wir ein Talisman und Herausforderung. Erreiche in Schachmatt mit 12 verschiedenen Waffen einen Abschuss. Mit 12 verschiedenen Waffen, da muss ich ja komplett durchrotieren. Wir hatten das jetzt. Bodenkontrolle. Wir hatten das jetzt hier eigentlich funktioniert. Okay. Ich hatte anscheinend doch eine Shotgun. Na gut. Das ist sie doch gar nicht gewesen. Doch, muss unter dem Radar. Da. Was gab's hier? Tapete und... Ah, verdammt. Naja, okay. Gut. Alright. Trennungsangst. Let's go. Du kannst den Turm dann nicht mehr frei erkunden. Ja, let's go. Das ist nicht ganz nach Anleitung. Wird sie es überleben? Vermutlich. Ist das hier wirklich nötig? Bin in Unterzahl. 5,5:1. Gib mir nur einen Grund. Genug Bullshit. Verrat einfach deinen Plan für diese Biowaffe. Es muss nicht hässlich enden. Wo bleibt da der Spaß? Jane? Bitte, okay? Das bist nicht du. Vielleicht ist sie hungrig.
Du weißt nicht mal, ob du es kannst. Wir haben unsere Wahl getroffen, Troy. Ich stehe zu meiner und du? Ich vermisse dein altes Ich. Sehen wir nach, ob es noch da ist. Jane. Jane, bist du da? Was ist das? Eldon nennt es Separation. Entspann dich. So. Entspannen? Ich bin... Oh, Troy. Was gibt es? Rede mit mir. Nein. Bitte nicht. Jane. Ich will das nicht tun. Nein. Scheiße, was passiert? Das ist ein wahres Ich. Losgelöst vom Rest. Wir brauchen deine Hilfe, Jane. Halbe Control jetzt. Es gibt eine Biowaffe. Du hast irgendeinen Angriff geplant. Kannst du mir davon erzählen? Ich versuch's. Aber ich würde so etwas niemals tun. Da ist ein kleines Mädchen, schnell hinterher. Wo bist du gerade? Alles wird gut. Nein! Hier ist irgendwas passiert. In deinem Haus? Was siehst du? Eltern vielleicht vom CIA erledigt worden? Jane, Liebling, hör mir zu. Du blutest. Es geht mir gut. Ich hatte nur einen kleinen Unfall. Mami will, dass du in deinem Zimmer bleibst. Warum hast du eine Waffe? Jane, geh einfach unter dein Bett und bleib da, solange du kannst, okay? Wie beim Versteckspielen. Ich will aber nicht. Jane, bitte, geh unter das Bett, okay? Geh einfach unter das Bett. Ich liebe dich. Eine Kindheitserinnerung. Deine Mutter war in Gefahr? Ja. Warum glaubst du, erinnerst du dich jetzt daran? Ich hatte es nie vergessen, Troy. Es machte mich zu dem, was ich bin. Oder war. Oder sein werde. Ich weiß es nicht mehr. Was ist mit der Wiege? Sagt der Name dir irgendwas? Möglich. Es hat mit meinem Spiegel zu tun. Dein Spiegel? Ja. Jemand, der es weiß, ist da drin. Trau dich, Miststück. Du musst ihnen gar nichts sagen. Ich muss es wissen. Halt! Deine Schnauze! Jane, bist du okay? Okay. Ich bin woanders. Was geht hier ab, Mann? Muss den Spiegel reparieren. Die Teile zusammensetzen. Willst du einen Splitter? Sieh dich um. Löst die Rätsel, sei nicht dumm. Drei Zahlen gilt es zu erspähen. Dann gib sie ein, so wie gesehen. Schreib dich Pfadfinder Tee Party.
Als ich klein war, hat meine Mutter sich gerne Schnitzeljagden ausgedacht. Wo bist du jetzt? Ich bin in Vokuta. Vokuta? Du warst vor kurzem dort. Du hast dort die Biowaffe verstärkt. Wo ist sie danach hingekommen? Ich weiß es nicht mehr. Also das ist jetzt hier ja schon ein bisschen Psycho genug. Ich brauche jetzt... Nur nicht die Situation, dass jetzt hier noch Zombies kommen und ich als Kind wegrennen muss. Sie kamen zum Tee und für etwas Spaß. Zähl die Gäste und verdoppel das. 1, 2, 3, 4, 8. Und jetzt? Was fange ich mit dieser Info an? Du auf einer Teeparty. Schwer vorzustellen. Doch, es gab sie. Wenn auch nicht sehr lange. Nach einer Tragödie ziehen sich manche in eine Traumwelt zurück. Ich tat das Gegenteil. Okay. Jetzt weiß ich, was ich mit dieser Info anfange. Meine überragenden Gamer-Sense sind da definitiv angesprungen. Wir haben das Rätsel auf einfachste Art und Weise gelöst. War gar kein Thema für mich. Warum ist hier ein Wald im Haus? Scheiße, Mann, hier müssen wir mal mähen. Zähle alle schnell beginnen. Trophäen minus Abzeichen für den Gewinn. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Trophäen. 1, 2, 3, 4, 5. 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Trophäen. Und 2, 4, 5 Abzeichen. Trophäen minus Abzeichen. 1. Oder gibt es hier noch weitere Trophies, die hier im Raum stehen? I doubt it. Okay, also 1 bei Pfadfinder. Da ist es. Ist es da? Da ist es. Da ist es! Und Pfadfinder ist 2. Upsi! So. Sie kamen zum Tee und für etwas Spaß. Achso. Zähl die Gäste und verdoppel das. Okay, cool, damit man nicht einen Weg nicht 15 Mal laufen muss. Falls man zu blöd sein sollte. Springen kann ich leider nicht. Hier steht eine Lampe, nicht ohne Grund. Die Tür ist auch einfach. Deine Mutter. Junge. Wir brauchen eine neue Unterhose. Oh. Harte Arbeit und Bestreben, damit sie dir die höchsten Punkte geben. See me after the class. Harte Arbeit und Bestreben, damit sie dir die höchsten Punkte geben. Neun? Warum erschreckt mich das? Wieso? Was stimmt nicht mit mir?
Okay, ich hätte es auch noch einfacher machen können. Ich hätte nämlich einfach... Nur noch zwei. Beim allerletzten hätte ich auch einfach alle durchgehen können. Hast du was für mich? Ich komme näher. Mal sehen. Ich soll unter dem Bett bleiben, aber das bin ich nicht. Pantheon hat eine Biowaffe aus einem US-Labor gestohlen. Erinnerst du dich? Langsam kommt alles zurück. Okay, aber immerhin haben wir schon eine Waffe. Heißt aber im Allgemeinen nichts Gutes für mich. Ah ja, klar. Es war ja klar. Alles okay? Ja, hier ist noch eine Spiegelscherbe. Über mir. Hol sie dir. Wir lösen die Blockade. Finden die Antworten. Kooperierst du etwa mit ihnen? Der Aufzug hat keinen Strom. Er ist wohl an mehrere Generatoren angeschlossen. Okay, dann gehen wir einmal den roten ab. Wie sieht's aus? Hast du was für mich? Es wird Zeit brauchen, Troy. Das war einer. Diese Drogen halten uns nicht ewig auf. Ich komme wieder. Was war das? Nichts. Wir haben so hart dafür gearbeitet und jetzt willst du alles wegwerfen. Gut, der nächste. Boah, hier hängt schon wieder so Puppen, ne? Alter, leck mich doch am Arsch. So, folgen wir dem Gelben. Du schuldest ihnen gar nichts, das weißt du, oder? Dieser fucking Rollstuhl, Woods! Das dachte ich mir, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen.
Troy interessiert sich nicht mehr für dich. Er benutzt dich. Natürlich muss ich mit der letzten Patrone daneben schießen. Das ist ein Unsinn. Macht doch hier nicht alles kaputt, aber danke, jetzt weiß ich, wo die Munition ist. Stark. Digga, ich hasse Puppen. Verpiss dich! Das war's. Hast du die Scherbe? Fast da. War ich jemals so dumm? Leuten zu helfen, die uns ruiniert haben? Troy würde das Gleiche für mich tun und die anderen auch. Du erinnerst dich wirklich an nichts, was? Wir sind weiter. Lass mich in Ruhe. Was sind wir? Scheiße, ich hab's nicht gehört. Ich hab's noch nicht gelesen. Noch eine Spiegelscherbe. Ich will das nicht nochmal erleben, Troy. Du schaffst das. Was auch immer du erlebst, das ist Teil des Prozesses. Am Ende sind wir das. Moment. Ah, da müssten wir richtig alt Moment. Sein. Moment! Ich kann! Oh. Ah, deswegen ist der Spiegel kaputt. Ich sollte diesen Moment erst Jahre später verstehen.